Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1404. Und da ist mal wieder die Uhr. 9.32 Uhr und ich muss zugeben, ich habe mein iPhone vergessen. Und jetzt kann ich nicht stoppen und mich kackt es einfach an, wieder nach oben zu gehen und den ganzen Mist holen. Und da ich mal auf diese Uhr schaue, 9.32 Uhr heißt etwa 9.47 Uhr oder so, muss ich das Ding abgeben. Wenn uns nur nicht das Glas für die Fenster ausgeht, können wir vor Lucius fertig sein. Ja, das... Wow. Ja, den Ständer habe ich immer noch nicht. Das ist behindert und blöde. Aber es wird uns nicht daran hindern, dass wir jetzt ja gut sind. Wir sind im Plus mit den Finanzen. Ist sehr schön. Der kann einmal mal aufsteigen, Junge. Wenn's nicht genug. Kann ich klagen. Arbeit gibt's genug. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, steig nun auf, du Plempel. Okay, wir dürfen nicht drücken, denn sonst wird's ein bisschen hektisch. Wenn uns. Hier wohnen alle 8 von 8 drin, oder? Sonst wird's ein bisschen blöde. Bald ist es geschafft. Wenn uns nur nicht das Glas für die Fenster ausgeht, können wir vor Lucius fertig sein. Ja, Mensch, ne. Wir haben hier 51 Quarz. Und Pottasche haben wir auch genug. Also wird's wahrscheinlich an den Glasmachern liegen. Aber wir haben zu wenig Gold. Scheiße! Wir haben zu wenig Gold, Junge! So, jetzt freue mich. Jo, danke! Jetzt knickt ihr die Hucke voll. So, produzier! Im Akkord produzieren! 100, 100, 100! Eine Produktion? Der Warenverbrauch auf der Dombaustelle ist enorm, ich weiß. Aber wir müssen das Bauwerk zuerst vollenden. Alles andere ist nachrangig. Wir haben erst 80. Verdammt nicht normal. Zwielichtige Gestalten wurden in der Stadt gesichtet. Spione von Lucius. Wir müssen sie fangen, bevor sie hier noch großes Unheil anrichten. Jo, ich bin ja dran. Ihr habt die Spione. Cool. Wer weiß, was ihr... Hier für eine Kirche. Ja, die Spione. Das ist gut. Jo, ist gut. Danke, merci. 1100 können wir uns nicht leisten. Ist einfach behindi. Der Warenverbrauch auf der Dombaustelle ist enorm, ich weiß. Aber wir müssen das Bauwerk zuerst vollenden. Alles andere ist nachrangig. Boah, ey, das Glas. Bitte denkt auch an das Glas für die Fenster des Kaiserdoms. 5 Glas schmelzen, Junge. Hui, 5 Glas schmelzen. Okay, jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Was? Wieso ins Minus? Hey! So. Sobald sich die Gelegenheit bietet, werde ich mein Schiff zum ehrenwerten Sultan entsenden. Wenn er erfährt, was hier vor sich geht, wird er vielleicht kommen und uns... Gut, das ist doch mal erfreulich. 800, 900, komm. Eine Produktion kommt. 1000, komm. 1000! Ach, mach doch hin, Junge. Spenn noch ein. So. Die vierte. Soll noch eine kommen. Wir müssen das Ding hier irgendwie...
Ach genau. Genau, genau. Hier müssen wir das holen, das holen und das holen. Und runter mit dem Dinger. Plopp. Jetzt können wir unten so ein Dings bauen. Wenn er nicht wieder ins Minus? Nee. Komm. Ach, da gehen wieder die. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ein fairer Handel. Die Lederbremse. Wenn der keinen mehr produziert, dann lass es doch sein. Jetzt rächen wir uns dafür, dass ihr so herzlos wart. Was? Pfefferbach? Domstadt? Geestinger? Ach so, hier. Entweder wir dürfen bei euch leben oder es wird richtig ungemütlich. Ihr wollt's wirklich riskieren, wie? Was? 13.000, Junge? Feindliche Einheiten. Jetzt müssen wir handeln. Waffenschmiede? Nö. Wo waren die denn? Können wir die nicht einfach löschen? Mist. Dürfen wir nun bei euch bleiben? Oder sollen wir weiter ungute Entscheidungen? Ja. Gute Entscheidung, da sind wir gerade. Boah. Wieder mal. Zum Menü, dann habe ich für euch noch eine kleine Überraschung. Denn wir können. Ach, zurück, komm. Spiel laden und 041. Dann mal hier rein in den Ladescreen. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Wieder mal, wenn die 13.000 verlangen. Ist ja mal Logo, oder? 13.000 für Bettler? Nee, das geht nicht. Lucius hatte zum finalen Schlag auf. So. Der Warenverbrauch. Sind wir wieder hier, wo wir angefangen haben. Bücher. Der Warenverbrauch auf der Dombaustelle ist enorm. Ja, ja, wir wissen es doch. Ach genau, jetzt können wir das doch machen. Jetzt holen wir das 40 Holz. 40 von dem und mal 40 Spor von diesen und sägen runter. La, la. Eine Produktion. Boah, die große Noria. Das Boot kommt an. Ach, ist schon hier. Die Produktionsstätten brauchen Platz, nicht wahr? Aber vergesst bitte Schiffe und Handelsrouten für die Waren. Gut. Da kommen wir einfach nicht ran. Ah, Junge. Marker erhöht die Lagerkapazität. Wollen wir gar nicht. Der Weg zur Erkenntnis. Um noch mehr. So. Breiten wir mal hier die. Ah, 15 Tonnen Papier. Was ist hier los? Aha. Greif mal an, Junge. Na, Mann.
Kackschiff. Na dann. Wir müssen den einmal mal ein bisschen, dass die aufsteigen wollen. Wie jetzt? Wer will hier aufsteigen eigentlich? Niemand, oder? Habe ich mir doch gedacht. Denn die haben zu wenig Moss und das wieder und dieses wieder und Schipper drauf. Eine Produktion kommt zum. Zwielichtige Gestalten wurden in der Stadt gesichtet. Spione von Lucius. Wir müssen sie fangen, bevor sie hier noch großes Unheil anrichten. So, wir haben drei noch einen. Noch einen. Junge. 42. Boah, die Zeit vergeht, Junge. Wo ist der eine, lieber Herr? Nette Kuschelherr. Der Warenverbrauch auf der Dombaustelle ist enorm. Jo, ich weiß. Der eine Herr verkriecht sich wohl. Ihr habt die Spione. Jo, hab ich. So, und jetzt wieder ausbalancieren und... Der Warenverbrauch auf der Dombaustelle ist enorm, ich weiß. Aber wir müssen das Bauwerk zuerst vollenden. Alles andere ist nachrangig. Bitte denkt auch an das Glas für die Fenster des Kaiserdoms. Ja, jetzt haben wir schon drei. Uiuiuiuiui. Wird hektisch hier heute. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. 15. Ja, Papier haben wir noch nicht. Glas schmelzen. Oh. Schaut doch mal an. Komm, funktionier! Oh. Sobald sich die Gelegenheit bietet, werde ich mein Schiff zum Ehrenwerten suchen. Bald ist es geschafft. Wenn uns nur nicht das Glas für die Fenster ausgeht, können wir vor Lucius fertig sein. Jo, Gut, wir brauchen einfach noch 300. Wie viel hatten die ja schon? Komm, wir schauen da mal hier hin. Lalalala. Ui. Die Produktion kommt zum Erliegen. Der Warenverbrauch auf der Dombaustelle ist enorm, ich weiß. Joho, Junge, ich weiß doch. Mann, muss mich kein Arsch verzwirren, oder was? So, die 1000 schaffst du doch, oder? Locker hier. Klippi, mach hinne. So. Bald ist es geschafft. Wenn uns nur. Ja, wenn uns nur nicht das Glas ausgehen würde. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, dann diesen hier abholen. Diesen hier. Und dann hätten wir es auch schon wieder mit 9. Ja. Och, wir können doch alles zum Verkauf anbieten. Schau doch mal einer an. Verkauf von Hämmerchen, Verkauf von Ziegelchen. Großartig. Und wir haben Hühner gemacht. Dann lass uns mal die 5. Glasschmelze bauen. Ha! So einfach geht's, oder? Wow, wieso wieder ins Minus? Ja, die wollen doch einfach nur Kleidung. Na gut, jetzt muss die funktionieren. Und werdet ihr einem alten Mann seinen Wunsch erfüllen? Jo, werde ich.
Wie ich sehe, wird in den neuen Glasschmelzen bereits gearbeitet. Wundervoll, Kardinal Luth. Bald ist es geschafft. Wenn uns nur nicht das Glas für die Fenster ausgeht, können wir vor Lucius fertig sein. Jo. Ja, dann würde ich zuerst sagen, speichern bitte. Sonst werden wir, ja, viel Spaß. Und wenn diese Folge euch gesehen habt, dann schaut sie noch einmal an. Und noch einmal. Noch einmal. Und noch einmal. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Let's Play Anno 1404.